Ich weiß, dass dieses Schreiben für den Arsch ist. Leider habe ich kein weicheres Papier zur Hand. Sehr geehrter Herr Saupreis Ehring, da Sie uns Bayern offensichtlich kollektiv für völlig schwachsinnig halten, möchte ich Sie nun einfach bitten, nie wieder Ihren Scheißkadaver in unser schönes Land zu bewegen. Sie dämlicher Haldenrutscher. So, das ist doch mal nett. Das ist doch mal wirklich was. Also wirklich mit Ehrlichkeit. Ehrlichkeit. Werte Herr Ehring, wenn ich Sie höre, fallen mir als Vergleich sofort Karl Eduard von Schnitzler und Josef Goebbels ein. Sie sind ein gewissenloser Demagoge, der sich von unseren Gebühren durchs Leben schlägt. Ja, liebes Extra-3-Team, ich kriege demnächst einen von euch in die Finger und dann schneide ich ihm den Kopf ab. Ich brauche noch ein Hurensohn-Kostüm. Ja, ist ja bald wieder Ist Fasching bald ja. wieder, ja. Lila B. Tobias Schlegel ist ein Arschloch. Ich glaube, das weiß er selbst. Mir tun seine Eltern, seine Großeltern leid, die ihm sein Studium und so weiter bezahlt haben und ihm auch heute bestimmt noch einiges hinten reinschieben müssen. Das ist das erste Mal, dass ich sowas abschicke. Aber der Trottel hat es nicht anders verdient. Ja, relativ höflich, ne? Da kriegen wir bei dem Privaten aber härter. Mit Rechtfertigung. Was müssen wir uns noch alles bieten lassen? Verfluchtes, gekauftes, US-höriges Mediennuttenpack. Sowas kenne ich, das ist ehrlich. Ich finde, ihr solltet mal ordentlich in den Puff gehen, euer erstes Mal bestreiten. Ja, okay. Denn Leute, die sich so viele Gedanken über Politik machen, haben einfach nur Komplexe, da sie in Wirklichkeit einen kleinen Pimmel haben. Also Jungs, geht vögeln und saufen und macht was aus eurem Leben. Mit deutschem Gruß, euer Muschipirat. So. Ja. Das sind doch wenigstens mal konstruktive Vorschläge. Zum Lied über Polen. Sehr geehrte Redaktionäre, ich bin zwar kein Freund der Polen, aber da hat wohl jemand bei Extra 3 einigen Leutchen unter den Salon-bolschewistischen Hutdeckel geschissen. So. Ja, das ist hier mit Ansage. Ja, verstanden. Zum Erdogan-Song. Jetzt mal im Ernst. Wenn Sie ein paar nette Satire-Videos-Songs für die USA-Regierung, NSA und für Putin in derselben Häufigkeit und in derselben herablassenden, beleidigenden Art schreiben würden, was Sie mangels Eier nicht wagen, dann würde ich Sie eventuell auf offener Straße zumindest anspucken wollen, was Sie dann als Geschenk auffassen dürften. Ja, aber großzügig. Ohne Eier kein Spucken. Wer ist das? Ja. Und auch sehr wichtig, hallo, wir sind Studenten, die Extra 3 immer verkatert ansehen. Leider ist das Scheißpublikum sehr laut. Ja, genau, meinen Sie mal und hören, ne? Wir wollen die Kritik ernst nehmen, bitte. Ja? Könnten Sie bitte die Publikumsmikrofone etwas herunterregeln? Danke. Und bitte keine überraschenden Sprünge in der Lautstärke. Aber das Scheißpublikum ist das Schlimmste. So, das musste mal gesagt werden. Es tut uns leid. Das geht an Sie. Ja, leise klatschen.